nannte Gandhi einen halbnackten indischen Fakir. Er konnte diesen Unruhestifter weder verstehen noch ernst nehmen. Viel interessanter ist die kulturübergreifende Inspiration, die vom Ethos der Gewaltlosigkeit ausgeht. Quer durch Epochen, Kulturen und Religionen wandert diese Idee oder dieses Ethos der Gewaltlosigkeit von Buddha und Mahavira zu Jesus und von diesem weiter zu Franz von Assisi bis zu Tolstoi. Von diesen sind Albert Schweitzer und Gandhi inspiriert worden und diese wiederum haben Einfluss gehabt auf Romain Rolland, Dietrich Bonhoeffer, Albert Einstein, Martin Luther King und Nelson Mandela. Martin Luther King, die Botschafterin hat ihn ja auch schon erwähnt, dieser amerikanische Baptistenpfarrer, Friedensnobelpreisträger und Führer der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den USA, er hatte in seinem Arbeitszimmer ein Bild von Gandhi hängen. 1959 reiste King nach Indien, um Gandhis Satyagraha-Prinzip besser kennenzulernen. King sagte über Gandhi, kommt nochmal ein Zitat von ihm, Gandhi war der erste Mensch in der Geschichte der Jesu-Liebesethik über eine bloße Beziehung zwischen Einzelpersonen hinaushob und sie zu einer gewaltigen und wirksamen sozialen Macht steigerte. Liebe war für Gandhi ein mächtiges Mittel zur sozialen und kollektiven Verwandlung. Darin, wie Gandhi auf eine Sozialreform, nach der ich so viele Monate gesucht hatte, darin, wie Gandhi auf Liebe und Nicht-Gewaltanwendung das Gewicht legte, entdeckte ich die Methode für eine Sozialreform, nach der ich so viele Monate gesucht hatte. Ich gelangte zu der Überzeugung, dass dies die einzig moralisch und praktisch gesunde Methode war, die sich unterdrückten Menschen in ihrem Freiheitskampf eröffnete. Christus gab mir die Botschaft, Gandhi zeigte mir den Weg. Wenn die Menschheit sich weiterentwickeln will, ist Gandhi unausweichlich. Wir dürfen Gandhi nur auf eigene Gefahr ignorieren. Wie Gandhi, so wurde auch King ermordet am 4. April 1968, genau 20 Jahre nach Gandhi. Ein zweiter Aspekt der Anknüpfung, der Weiterentwicklung von Gandhi ist die sogenannte Gütekraftforschung. Der Begriff Gütekraft wurde 1990 von Martin Arnold geprägt und stellt den Versuch dar, Gandhis Begriff Satyagraha ins Deutsche zu übertragen und dabei den Aspekt der Gewaltfreiheit zu vermeiden, da dieser zu eng gefasst sei. Und zwar auch im Sinne von Gandhi zu eng gefasst. Ich zitiere Martin Arnold, Gütekraft bedeutet mehr als keine Gewalt auszuüben. Gütekraft ist ein mögliches Element oder ein möglicher Aspekt des Prozesses aktiver Konfliktbearbeitung. Gütekraft beinhaltet sowohl Entwicklung und Anwendung gewaltfreier Aktionen im politischen Raum, als auch immer eine Entscheidung für einen Wert, zum Beispiel Gerechtigkeit, Freiheit, Liebe, sowie die Verantwortung des Einzelnen, wertbegründete Entscheidungen zu treffen und die Folgen dieser Entscheidungen zu tragen. Und das erfordert Seelenstärke, Mut des Herzens, Soul Force, das Wirken einer Kraft. Also ähnlich wie Gandhi sozusagen in seinem Kontext versucht hat, diesen Begriff Civil Obedience, ja, positiver, aktiver, kreativer zu fassen und dafür den Begriff Satyagraha geprägt hat, so wird nun auch wieder versucht, diesen Begriff Satyagraha positiver, kreativer darzustellen und nicht nur so negativ Gewalt, Freiheit oder Gewaltlosigkeit. Es ist also ein ähnlicher Versuch, nochmal in neuem, aktuellerem Kontext die Sache selber auf einen guten Begriff zu bringen. Diese Gütekraftforschung versteht sich als Teil der und auch als eine Antwort auf die allgemein angemahnte Friedensursachenforschung. Da gibt es derzeit auch an der Universität Siegen ein entsprechendes Forschungsprojekt. Da möchte ich einfach an der Stelle kurz als Klammerbemerkung hinzufügen, dass wir ja oft das Problem haben, sozusagen salopp gesagt, Bad News is Good News.
schlechte Nachrichten, sind gute Nachrichten, wenn man das aus journalistischem, medienwissenschaftlichen Blick betrachtet. Das heißt, wir erfahren auch immer über Religionen eher die negativen Seiten. Es wird viel mehr Konfliktforschung betrieben, es wird viel mehr Fundamentalismusforschung betrieben. Aber wer fragt denn nach den Ursachen, nach den Bedingungen dafür, dass das Leben der Menschen, das Zusammenleben der Menschen auch funktioniert, dass es gelingt? Wir fragen immer, was sind die Ursachen von Konflikten? Wer fragt danach, was die Ursachen von Frieden, von gelingendem Zusammenleben sind? Also das ist nicht nur ein Problem in den Medien, dass das Negative einseitig in den Vordergrund gerückt wird, sondern auch in der Wissenschaft, überhaupt in unserer Wahrnehmung. Was tragen Religionen denn positiv zum Frieden bei? Danach wird viel seltener gefragt, häufiger wird gefragt nach dem, was Religionen als Beitrag zu Krieg oder gar Heiligenkriegen leisten. Genau in diesem Kontext gehört eben die Friedensforschung, auch die Friedensursachenforschung und eben auch die Gütekraftforschung. Wer hier Interesse hat, auch an diesem Thema, den kann ich verweisen auf das gerade erschienene Buch Religion, Macht, Frieden, wo auch am Beispiel Gandhis, aber auch vieler anderer, insgesamt sind es 40 empirische Studien aus aller Welt, also 40 verschiedene Länder, wird gezeigt, dass eben Religionen auch positives Potenzial des Friedens, der Liebe, der Versöhnung haben. Und dass man das eben auch nachweisen, dass man das zeigen kann, sodass einfach dieses allgemein übliche Bild, Religionen tragen immer nur zu etwas Negativem bei, eben ausbalanciert werden muss. Und man muss sagen, es ist eben beides im Namen von Religion möglich. Und hier ist Gandhi wichtig, hier ist die Gütekraftforschung im Anschluss an Gandhi wichtig. Hier ist auch, und das ist der dritte und letzte Anknüpfungspunkt, den ich nennen möchte, das Projekt Weltethos wichtig. Ich bin selber der Repräsentant Berlins dieser Stiftung Weltethos, die von Hans Küng, dem berühmten katholischen Theologen, 1995 in Tübingen gegründet wurde. Und das Ganze geht zurück auf das Weltparlament der Religionen in Chicago, das 1993 dort getagt hat. 6.000 bis 7.000 Menschen waren da versammelt, aus 250 verschiedenen Religionen, und sie haben die sogenannte Erklärung zum Weltethos verabschiedet, die dann der Dalai Lama, der ja auch ein Bewunderer Gandhis ist, als erster unterzeichnet hat. Und in dieser Weltethos-Erklärung, für die Gandhi, aber etwa auch Albert Schweitzer, wichtige Wegbereiter waren, da geht es um gemeinsame ethische Maßstäbe, die heute im Zeitalter der Religionen wichtig sind, um das Zusammenleben, um das Überleben der Menschen zu ermöglichen. Maßstäbe, die im Übrigen sowohl von religiösen als auch von nicht religiösen Menschen unterstützt werden können. Und da spielt beispielsweise auch das Prinzip der Gewaltfreiheit, des Nichtverletzens eine entscheidende Rolle. Oder etwa die goldene Regel, die wir ja im Deutschen als Sprichwort haben, was du nicht willst, dass man dir tu, das füge auch keinem anderen zu. Und die weltweit als Sprichwort bekannt ist, die goldene Regel, die weltweit auch in der Philosophie, in der Ethik zu finden ist und weltweit auch in den heiligen Schriften der Religionen. Ich habe ja ein, zwei Versionen, wie Gandhi die goldene Regel formuliert hat, bereits genannt. Wenn Sie da auch Interesse haben, Sie können dann nachher gerne nach vorne kommen. Ich habe hier auch eine Dokumentation des Projektes Weltethos in einer Ausstellung, in Form einer Ausstellung. Und vielleicht könntet ihr ja auch nächstes Jahr mal hier in Berlin in der indischen Botschaft gezeigt werden. Wir haben sie hier in der Nachbarschaft schon öfters, in der Ebert-Stiftung etwa oder in der Landesvertretung Baden-Württemberg, die ja hier beide jeweils um die Ecke liegen. Da haben wir sie auch schon gezeigt. Ich komme zu meinem letzten Punkt, die Kehrseite der Wirkung Gandhis, nämlich kritischer Repliken auf ihn. Ich nenne zunächst Martin Buber, der deutsch-jüdische Religionsphilosoph. Er schrieb 1939 einen Brief an Gandhi. Dabei geht es Buber vor allem um die Frage nach den Grenzen des gewaltfreien Widerstands und der Legitimität von Gewalt im Sinne des Rechts auf Selbstverteidigung. Buber schreibt in seinem Brief an Gandhi, Zitat, ich habe diese Sätze Ihres Artikels,
Gemeint ist ein Artikel vom November 1938, in dem Gandhi die Lage der Inder in Südafrika vergleicht mit der Lage der Juden im Nazi-Deutschland. Ich habe diese Sätze Ihres Artikels wieder und wieder gelesen, ohne sie zu verstehen. Aber wissen Sie oder wissen Sie nicht, Mahatma, was ein Konzentrationslager ist und wie es darin zugeht? Welches die Martern des Konzentrationslagers, welche seine Methoden des langsamen und des schnellen Umbringens sind? Man kann einsichtslosen Menschenseelen gegenüber eine wirksame Haltung der Gewaltlosigkeit einnehmen, aufgrund der Möglichkeit, ihnen dadurch allmählich Einsicht beizubringen. Aber einer dämonischen Universalitätswalze kann man so nicht begegnen. Es gibt eine Situation, in der aus dem Satyagraha der Seelenstärke kein Satyagraha der Wahrheitskraft werden kann. Das Wort Martyrium bedeutet Zeugenschaft. Was aber, wenn kein Mensch mehr da ist, der dieses Zeugnis entgegennimmt? Weil nämlich alle umgebracht wurden. Die zweite kritische Stimme, auch aus Deutschland, ist der Philosoph Karl Jaspers. Gandhis Gewaltfreiheit, so Jaspers, sei nicht wirklich gewaltfrei gewesen. Gandhi wollte nämlich gewissermaßen mit Gewalt, gewaltsam gewaltfrei sein, nämlich mit aller Gewalt gegen sich selber. Das ist eine Einschätzung, der übrigens auch aus ähnlich psychologischer Sicht Erik H. Erikson gelangt ist. Also man kann so sagen, das Gandhi-Paradox. Zweimal hat Gandhi ein Fasten bis zum Tode angekündigt. Übrigens ist im Jainismus das Todesfasten sogar ein legitimer Weg ins Nirvana. 1932 zugunsten der Unberührbaren, 1947 angesichts der Gewaltexzesse zwischen Hindus und Muslimen im Zuge der Teilung Indiens. Gandhis Verzicht auf Gewalt nach außen ist teuer erkauft, so Jaspers, nämlich durch Autoaggression, also Gewalt gegen sich selbst nach innen. Die Gewalt wird hier nur verlagert, aber nicht beseitigt. Immerhin, so gesteht Jaspers Gandhi zu, sei dies eine Minimierung von Gewalt. Ich zitiere: Man könnte erinnern an die alte indische Lehre von der Gewalt der Asketen. Durch ihre unerhörte Selbstvergewaltigung häufen sie eine magische Macht an, die zur Herrschaft über alle Dinge führt. Selbst die Götter geraten dann in Angst vor der Macht solcher Asketen. Gandhis Selbstdisziplin erfolgte nicht ohne innere Gewaltsamkeit. Solche Gewaltsamkeit gegen sich selbst aber ist nicht freies zu sich selbst kommen. Daher ist, wer sich selber vergewaltigt, zur Vergewaltigung anderer bereit. Vergewaltigung anderer in Form von moralischem Druck ist ein Element in Gandhis Wirksamkeit. Mit anderen Worten, Jaspers zufolge ist gewaltloses Handeln kein politisches Patentrezept, sondern nur etwas für Heilige, für Gesinnungsethiker, nicht aber für eine verantwortungsethische Realpolitik. Gerade in Zeiten zunehmender Gewaltbedrohung ist Gewaltlosigkeit keine adäquate Antwort, so Jaspers. Gandhi hätte heute, nämlich, Zitat, in der gegenwärtigen Weltwirklichkeit äußerster Härte, Zitat Ende, keine Hilfe zu bieten. Und die dritte kritische Stimme, die ich nennen möchte, ist die des Friedensnobelpreisträgers von 1993, Nelson Mandela, der nächstes Jahr, am 60. Todestag Gandhis, seinen 90. Geburtstag seinerseits feiern wird. Was Gandhi für Indien bedeutet, das ist Mandela für Südafrika, sozusagen der Held und Vater der Nation. Er war 1994 bis 1999 der erste schwarze Staatspräsident Südafrikas. Und seine Autobiografie, Der lange Weg zur Freiheit, ist eine einzige Auseinandersetzung mit Gandhi. Der afrikanischen
Nationalkongress saß sich, der afrikanische Nationalkongress saß sich jahrzehntelang dem Erbe Gandhis verpflichtet, das durchaus in Südafrika lebendiger war, dann auch später als in Indien selber. In dem Land eben, in dem Gandhi immerhin gut 20 Jahre gelebt hatte und wo auch sein zweitältester Sohn Manilal Gandhi, der bis 1956 lebte, das Erbe seines Vaters auch nach dessen Tod weiterführte und eine wichtige Rolle im Befreiungskampf der Schwarzen spielte. Und nun schreibt Mandela in seiner Autobiografie, vielfach kann man Sätze in dieser Art lesen, ich zitiere: Ich betrachte Gewaltlosigkeit nach dem gandhischen Modell nicht als unantastbares Prinzip, sondern als Taktik, die je nach Situation anzuwenden sei. Das Prinzip war nicht so wichtig, dass man der Strategie selbst dann folgen sollte, wenn sie selbst zerstörerisch sein würde, wie Gandhi glaubte. Ich wollte gewaltlosen Protest nur, solange er effektiv war. Das war trotz Manila Gandhis starker Einwände die vorherrschende Ansicht im ANC. In Indien hatte Gandhi es mit einer ausländischen Macht zu tun, die letztendlich realistischer und weitsichtiger war. Das war bei den Afrikaners in Südafrika nicht der Fall. Gewaltloser passiver Widerstand ist so lange effektiv, wie der Gegner sich an dieselben Regeln hält wie man selbst. Also ein ähnliches Argument wie auch bei Martin Buber. Trifft ein friedlicher Protest jedoch auf Gewalt, so ist seine Wirksamkeit zu Ende. Für mich war Gewaltlosigkeit kein moralisches Prinzip, sondern eine Strategie. Es liegt kein moralischer Wert in der Benutzung einer ineffektiven Waffe. Am Ende hatten wir keine Alternative zum bewaffneten, gewaltsamen Widerstand. An einem bestimmten Punkt kann man Feuer nur mit Feuer bekämpfen. Zitat Ende. So viel zur Ambivalenz der Wirksamkeit Gandhis, Widerspruch und Zustimmung gibt es gleichermaßen. Herr Rühe hat ganz zu Beginn von den wunderbaren Wirkungen, auch medialen Wirkungen Gandhis gesprochen in Form von Musical, von Filmen und Opern. Auf der anderen Seite, wir haben eine einzige Gandhi-Schule hier in Berlin gehabt, die letztes Jahr geschlossen wurde. Meine Damen und Herren, vielleicht ist das nächste Jahr mit dem Gandhi-Jubiläum, mit seinem 60. Todestag auch ein Anlass, ein Ansporn, dass er wenigstens wieder eine einzige Gandhi-Schule hier in Berlin bekommt. Das wäre mindestens genauso viel wert wie all die vielen Filme und Musicals über ihn. Ich danke Ihnen jetzt ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Applaus